Wir können zwei Vektoren auch subtrahieren und das funktioniert so wie bei der Addition auch komponentenweise. Das heißt, das Ergebnis von v minus w ist auch wieder ein Vektor und seine Komponenten sind v1 minus w1 und v2 minus w2. Schauen wir uns ein konkretes Zahlenbeispiel dazu an. Gegeben sind zwei Vektoren v und w und wir sollen die Differenz v minus w berechnen. Das machen wir jetzt eben komponentenweise. Das heißt, wir rechnen erste Komponente minus erster Komponente, 6 minus 4 ist gleich 2 und 4 minus minus 2, also 4 plus 2 ist 6. Wir haben gesehen, wie wir Vektoren grafisch addieren können. Dazu hängen wir einfach die Vektoren aneinander und mit dem gleichen Prinzip können wir auch v minus w grafisch darstellen. Und was dahinter steckt, ist, dass wir v minus w auch als v plus minus w schreiben können. Das heißt, wir hängen an den Vektor v den Gegenvektor von w an. Der Vektor v gleich 6, 4 ist rechts schon eingezeichnet als Pfeil und an diesen Vektor v hängen wir den Gegenvektor von w an, das heißt den Vektor minus 4 und plus 2. Das ist der Gegenvektor von w. Und wenn wir v plus minus w rechnen, sprich vom Anfangspunkt von v zum Endpunkt von minus w gehen, dann erhalten wir den Vektor v minus w grafisch dargestellt und tatsächlich ist es der Vektor 2, 6. Hinter der zweiten Möglichkeit, den Vektor v minus w grafisch darzustellen, steckt die folgende Rechnung. W plus V minus W, wir können hier die Klammern weglassen und W und minus W heben einander auf, das heißt das Ergebnis dieser Rechnung ist der Vektor V. Mit anderen Worten, wenn wir an den Vektor W den gesuchten Vektor V minus W anhängen, dann erhalten wir den Vektor V. Und das können wir grafisch so darstellen, indem wir die Vektoren V und W mit dem gleichen Anfangspunkt einzeichnen und dann die beiden Spitzen miteinander verbinden, und zwar ausgehend von der Spitze von w zur Spitze von v gehen. Dann erhalten wir auch auf diese Art den Vektor v minus w. Wir sehen schon, dass es tatsächlich der gleiche Vektor ist, den wir hier vorher auch eingezeichnet haben. Überlegen wir uns die Rechnung nochmal durch. Wir starten hier im Anfangspunkt von v, gehen zum Endpunkt von w. An w hängen wir den gesuchten Vektor v minus w an und landen im Endpunkt von v. Das ist genau die Übersetzung der Rechnung w plus der gesuchte Vektor ist gleich v.